Hallo, in diesem Video zeige ich, wie man ein Wiegetuch nähen kann. Das benutzen Hebammen, um die Säuglinge zu wiegen. Mit Hilfe dieser Ringe wird das Tuch an die Waage gehangen und das Baby wird in das Tuch gelegt und somit gewogen. Fertige dir zunächst deine Schnittmuster an. Und zwar brauchst du einen Halbkreis, der hier oben das Maß 60 cm hat und hier 30 cm. Dann schneidest du dir ein Stück zu mit den Maßen 95 cm x 12 cm. Und als letztes ein Stück für die Träger mit den Maßen 4 cm x 90 cm. Wähle dir als nächstes deinen Stoff aus. Achte dabei darauf, dass es sich um einen nicht dehnbaren Stoff handelt. Ich habe hier einfach zwei Baumwollstoffe gewählt. Schneide dir nun aus jedem deiner gewählten Stoffe jeweils zwei Teile für die Träger aus. Dann aus deinem breiteren Stück schneidest du jeweils eins zu. Und aus deinem Halbkreis brauchst du nachher zwei Stücke aus jedem Stoff. Wenn du alles zugeschnitten hast, kümmerst du dich als erstes um die Träger. Und zwar klappst du bei den Trägerstücken jeweils einen Zentimeter nach links um und bügelst das über. Das machst du mit allen vier Trägern. Wenn du alles gebügelt hast, legst du jeweils ein Trägerstück rechts auf rechts auf das andersfarbige. Steck dir dies mit einer Nadel zusammen und stecke es auch am unteren Ende zusammen. Nun vernähst du beide Ränder mit einem Overlockstich. Mache das gleiche dann auch mit deinem zweiten Träger. Beide Seiten verschlossen hast, kannst du deinen Träger wenden. Die gebügelten Träger steppst du jetzt einmal rundherum mit einem dreifachen Gradstich ab. Du natürlich auch mit deinem zweiten Träger. Nimm dir nun deine beiden ausgeschnittenen Halbkreise und lege zunächst einen rechts auf rechts an der Rundung mit deinem rechteckigen länglichen Teil zusammen. Dieses Teil ist nachher die Liegefläche für das Baby. Wenn du dir das gut zusammengesteckt hast, nähst du es einmal mit einem Overlockstich zusammen. Die beiden Teile mit einem Overlockstich verbunden hast, setzt du nun den zweiten Halbkreis ebenfalls rechts auf rechts an das Mittelstück und vernähst auch diese beiden mit einem Overlockstich. Steppe nun knappkantig deine Overlocknaht fest. Verwende hierfür einen dreifachen Gradstich. Mit deinen Steppnähten sollte das dann so aussehen. Mache das gleiche nun auch mit deinem zweiten Stoff. Verbinde erst die drei Teile miteinander und steppe auch dort einmal diese beiden Nähte ab. Lege den Außenstoff so vor dich hin und messe jeweils von deiner Steppnaht aus 15 cm nach innen ab und setze dort eine Markierung. Lege nun dein Maßband mit der 16 cm Markierung an deine zuvor gesetzte Markierung an. Nehme nun einen deiner Träger und setze ihn an dein Maßband und stecke dies mit ein paar Nadeln schön fest. Mache das gleiche auf der anderen Seite und setze hier vorher noch den D-Ring ein. Steppe nun deinen Träger mit einem dreifachen Gradstich fest. Beginne mit deiner Naht im Füßchenabstand und nähe dann ringsrum auf der zuvor gesetzten Naht der Träger.
Lass die Nadel im Stoff stecken und setze dir zwei Markierungen im Abstand von etwa 4,75 cm. Beginne nun in der oberen Ecke und nähe jeweils über Kreuz. Dabei auch Nähte über deine Hilfsmarkierungen. Wenn du an der unteren Kante angekommen bist, nähst du einfach nochmal die untere Kante. Danach nähst du einfach genauso über Kreuz wieder zurück. Dein Ergebnis sollte dann so aussehen. Das gleiche machst du nun auf der anderen Seite deines Trägers und natürlich auch mit deinem zweiten Träger. Klappe als nächstes deinen Träger auf die rechte Seite um und stecke sie mit ein paar Nadeln fest. Das machst du, damit du sie gleich beim Zusammennähen deiner Außen- und Innenteile nicht versehentlich an der falschen Stelle festnähst. Achte nun darauf, dass dein Außenstoff mit der linken Seite nach außen liegt und lege nun die beiden Stoffe rechts auf rechts. Stecke das nun rundherum gut fest und setze dir eine Markierung, an der du später eine Wendeöffnung lässt. Wenn du alles gut festgesteckt hast, wird auch das mit einem Overlockstich zusammengenäht. Jetzt kannst du dein Wiegetuch wenden. Setze an deine Wendeöffnung einige Nadeln. Achte dabei darauf, dass sich deine Nahtzugaben schön nach innen legen. Entferne deine Nadeln an den Trägern und setze dann von außen mit einem dreifachen Gradstich eine Steppnaht einmal drumherum. Dabei schließt sich auch automatisch deine Wendeöffnung. Du solltest nun rundherum eine schöne Steppnaht haben. Als letztes setzt du deine Träger mittig übereinander und steppst füßchenbreit deine D-Ringe fest. Durch diese Naht können deine Ringe nicht mehr verrutschen. Und schon ist das Wiegetuch fertig. Ich wünsche dir viel Spaß beim Nachnähen und hoffe, dass auch deine Hebamme sich bald über so ein Wiegetuch freuen kann. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann. Bye, bye.